Fahrzeugübersicht. Der Case kostet uns. In Holland. Sind wir bei 16.000? Ja, und der Case 17.000. Da haben wir Ace sind zweimal bei drin. 2. Hä? Wir haben doch nicht zwei, Einmal der oder? alte und einmal der neue, oder wie? Nee. Macht keinen Sinn. Nee, das ist irgendwie komisch. Nee, ist nur, wie viel wir Geld davon kriegen, oder? Nee. Weil mit Aber das Anleihe. Zeugsen ist ja schon uralt, das dürfen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mitteilen. Das ist uraltes Zeugsen. Naja. Hier oben Messe Ferguson. Was ist Irgendwie. denn Messe Ferguson? Im Endeffekt sind das ja auch Betriebskosten. Wir müssen in die zweite Spalte hinten schauen. Also in die mittlere Spalte. Naja, das sind Das sind Betriebskosten. Mietkosten. Das andere sind die Betriebskosten. Mal Mietkosten beim Rostelmarsch und beim Case. Brechen Traktor und Dings halt. Traktor und Mähdrescher muss weg. Jeweils 15.000 oder 13.000. Muss mal kaufen. Ja, aber Traktor verkaufen ist halt auch. Puh. Müssen wir halt einen selber einkaufen. Ja, dann fahren wir mal schon zum Shop. Wo sind wir denn jetzt? Das heißt, zurück, umdrehen. Runter. Wer hat ihn? Du hast, oder? Ja, ich bin den Schlepper. Den hat man. Wir hatten den. Ja, Du bist warten. gerade raus. Schau mal, vielleicht kaufen wir uns einen anderen Wagen gleich. Also das war ja der Case, so 102.000. Nein, 99.000 haben wir, aber wir haben auch Kredit relativ viel. Kredit. Es geht halt darum, wir kriegen 15.000 oder 13.000 immer so weg an Tageskosten. Das ist halt wirklich viel, wenn man es hochrechnet. Ja, erstens, zweitens, wir könnten im schlimmsten Fall die Zeit schneller laufen lassen, falls wir es brauchen. Wir hätten dann nicht so viel Verluste. Aber Ist der sind Anhänger gekauft? der Anhänger ist gekauft, ja. Sollten wahrscheinlich einfach nichts mehr mieten. Ja, man, jetzt haben wir ja mehr Kredit, jetzt geht's ja. Am Anfang ist es echt schwierig. Mit einem 200.000 Kredit ist halt wirklich, vor allem wenn du Bauer bist, da kannst du ja nicht mal was leisten. Ja, ist schwer eigentlich, ja. Wenn man so eine Maschine kostet, ja schon 100.000. Allein so ein Trecker. Das ist Eben. nicht mal ein guter Trecker. Ja, Mittelmaß. Ja, aber es ist noch nicht das Beste. Das nicht. Obwohl beim Besten geht es auch wieder darum, was kann man überhaupt von dem Mist noch fahren. Aber was ganz hinten steht, das ist nicht das Beste. Nee, 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 das nicht. Und vor allem, da hast du ja dann Einschränkungen. Ist das ein Schlepper, der. Du hast ja dann Ketten. Vorne hinten Ketten. Genau. Und kannst einzeln die Achsen drehen. Tu es, tu es, tu es, tu Zurückgeben. es. Bam. Dann. Ja, was holst du noch den Rosterdam? Wollen wir den gleichen kaufen? Oder Ja, du Gebiss mal. hat man eh ein anderes oder wo, wie, was? Eigentlich sollten wir erstmal die ganzen Sachen verkaufen oder anfangen. Gebiss mitbringen. Dann nimm du mal den Häcksler und das Schneidwerk dazu mit. Ich gehe mal den Anhänger holen. Ich tue aber jetzt keinen Schneidwerkswagen anfangen. Der Schneidwerkswagen haben wir, glaube ich, gekauft, also um den was egal. Der steht eh da am Hof rum. Bringe ich aber jetzt nicht mit. Nee, Schneidwerkswagen brauchen wir nicht. Ja, aber es wäre rein rechtlich gesehen. Ach so, rechtlich, ja. Wir sind hier in Moddingland. Da kann man Ausnahmen machen. Bei uns fahren keine Züge. Nein. Kein öffentlicher Nahverkehr. Genau. Jeder darf auch ohne Führerschein Auto fahren.
Ohne Problem, ohne Schlepper. Oder ja, Traktor. Alles. Man darf alles. Man darf alles. Hier bei Moddingcraft. Kommen Sie vorbei und spielen Sie 1 live. Eieieiei. Auch die Kinder müssen Auto fahren. Aber ich fühle mich irgendwie, als setze ich ein bisschen hoch in dem Traktor. Ich sehe ja gar nichts vorne. Also im Mähdrescher. Ja, das ist normal, dass du dich siehst. Sehr grausam. Ja. Equäs, equäs. 1 Zentimeter weiter unten wäre in Ordnung. Na gut, sagen wir 10. Da stimmt. Das stimmt. Würdest du mehr sehen? Warum bringen eigentlich Kartoffeln so viel? Weil du da sau wenig rauskriegst und sau viel lange dauert, die zu bekommen. Du kriegst ja 4 Liter, meine ich, raus. Das ist ja das. 4 Liter pro Hektar. Also ja, aber nicht die Hektar, sondern halt. Abbaumaschinen sind relativ klein. Das ist das Problem. Sonst ist ja alles so irgendwie hier im Bereich von 1 bis 0 bis halb. Wir haben ja die Daten mal ausgelesen. Aber wie gesagt, die Abbaumaschinen sind halt relativ klein, das heißt, du brauchst ewig. Achso, okay. Dachte schon, es kommt Besuch. Warum Besuch? Ja, weil ein Auto so gebremst hatte. Also, ich möchte nichts sagen, aber ich ziehe hier einen kleinen Anhänger mit. Wo der Schlepper dreimal reinpasst. Nur viermal. Also aufpassen. Da darf man nicht reinfahren, gell? Nee, passt. Dann machen wir's. Du kannst irgendwas reparieren. Nee, reparieren bringt da nichts. Wir geben es ja zurück. Ja, die Frage ist, ist das das Schneidwerk? Haben wir das auch geliehen? Achso, nee, warte mal. Direktverkauf und Konfiguration. Nee, den Dings. Das irgendein Wert. Moment mal, Moment mal, Moment du, mal. Du Trottel, ich hab dir gesagt, den Häcksler. Häcksler. Häcksler mit Schneidwerk, nicht den. Ja, Hauptsache, wir fahren erstmal 20 Meter dann durch die Gegend. Das hab ich ja nicht Das gesehen. Haben wir gekauft. Das haben wir gekauft, den Häcksler haben wir nicht gekauft. Ah, gut, einmal mit Profis. Der für Mais, ein Häcksler. Ich fahre extra wegen Schneidwerksgebiss an und dies und das und jenes. Das hat das andere Ding gar nicht. Andere Ding ist nämlich Kacke. Naja, das andere ist ja klappbar, stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, einmal mit Profis. Ja. Wir brauchen einen Mod, dass die Fahrzeuge automatisch fahren. Follow me, gibt's ja den Mod. Na, follow me, nee. Nee, aber du könntest drei Maschinen sagen so und folgt mir, fährt mir nach. Wir müssen Problem ist halt, die fahren halt wirklich jede deiner Bewegungen nach. Ja, könnt ihr sehr ruhig. Damit darfst du auch nie eine Kurve zu klein nehmen und was für ein Riesenproblem hast, wenn ein Auto kommt. Verkehr. Ja. Bleiben die stehen. Weil die fahren ja rein. Der schon, ja. Du brauchst halt dann den anderen Mod, der halt Fahrzeuge können zu bestimmten Orten autonom fahren. Curseplay. Nee, nicht Curseplay. Curseplay, doch. Ist ja eine kleine Variante von Curseplay. Okay, keine Ahnung. Jetzt ja auch schon. Fahr ich denn jetzt lang? Dann fahr mal hier lang. So, was sind wir jetzt noch alles verkaufen, was nicht uns gehört? Sämaschinen. Verkaufen, was nicht uns gehört. Ja, die beide Sämaschinen. Naja, die würde ich mal lassen. Vorerst. Das ist ja auch Fankram. Ja, so wenig werden sie auch nicht brauchen, aber. Ja, 3000 ist aber halt wenig. Wenn die zwei großen Posten mit jeweils 13.000, das ist ja viel. Nein, nein, nicht. Warum? Warum? Okay.
Kein Problem. Was? Man kann mit dem Schneidwerk über ein Auto drüber fahren. Ach Gott. Vor allem, echt, was ist das für eine KI, wenn ich auf der Brücke mit meinem Schneidwerk stehe? Also, oder bin und das Auto kommt. Also, ja, also ich glaube, jeder normale Mensch würde nicht. Nicht entgegenfahren, aber die schon. So ist halt hier Kackspiel. Wer kauft sich dieses NS? Den Dolly kann man auch verkaufen, den brauchen wir auch nicht. 1 Million Leute in einem Monat, das sind die Verkaufszahlen. Ja, die haben es auch schon vorreserviert, so. Da waren wir, glaube ich, bei 500.000. Ja. Vorabbestellung. Ob man dann ist einfach eine enorme Masse, vor allem wenn man sich vorstellt, dass es ein Landwirtschaftssimulator ist. Ja, man muss auch vorstellen, es gibt genügend Landwirte, die das kaufen. Ah, das? Und B halt... Ein einmaliges Spiel eigentlich. Was jetzt so weit funktioniert. Halt wirklich mal Marktführer. Ja. Nur Giants kommt doch eigentlich aus Deutschland, oder? Keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Oder kommen die nicht aus Deutschland? Ich glaube, sie sind in England. Weil letztens war ja der deutsche Entwicklerpreis. Ja. Da haben sie ja quasi deutsche Dinger gehört. Na gut, als erstes haben sie irgendwas Schweizerisches. Dann hat die Stadt Köln einen Check ausgestellt von 2000 Euro an irgendein ausländisches Unternehmen. Vor allem 2000 Euro. Ja, eigentlich ist es ein Witz. Davon kriegst du ja überhaupt nichts hin. Nicht wirklich, ne. Wenn man jetzt wirklich mal in diesen Maßen denkt. Ja. Wenn ich ein Spiel entwickle, kostet mich ja so ein Server schon allein was. Ja, auf alle Fälle. Muss ich ja allein vorstellen, zum Beispiel, es braucht ja irgendeinen Server, wo jetzt die Updates laufen. Ja, generell. 1 Million Spieler, Leute. Also. Ich meine, vielleicht ist nicht direkt alle online, aber es müssen auch irgendwo die Server drauflaufen, Deutschland und das Ganze. Ist ja wieder irgendein Server. Ja, aber hauptsächlich läuft es ja auf deinem Rechner. Nur es wird ja ein bisschen Kommunikation über den Server. Eben. Die ganze Key-Abfrage alles. Ja. Das war's halt, die Minecraft-Server auch machen. Ja. Obwohl, die haben ja jetzt auch noch die VM-Server mit da rumliegen. Ist ja das eigene Server-Netzwerk. Das weiß man ja nicht, was die da im Hintergrund alles laufen haben. Da brauchst du ja noch selber für Datensammlungen und so. Ja, im Endeffekt hosten sie ja ihre Minecraft-Version auf dem Amazon-Server. Über das Amazon Web Service Zeugs nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Was ist denn das für ein neu. Gab's nicht mal was Schöneres? Gab schon, aber nicht um die Preisklasse. Bin das für ein Schrott gewesen? Ey, das ist ein guter. 400 PS, amerikanische Bauer. Der Akro-Truck oder wie? Was? Die Marke? Nee. Wie heißt das? Kenwood oder Kenwood? Kenwood, so, Kenwood. Achso, Kenwood. Der Bullnose. Ja. Kenwood. Aber ich glaube, das ist das erste Fahrzeug, gell? Wo du sagen kannst, der Spiegel funktioniert und bringt was. Ist ja auch gemoddet. Alter Schwede. Siehst schön nach hinten, was hinter dir los ist. Du siehst den Anhänger schön, zum Teil noch. Natürlich das Fahrverhalten ist nicht gerade das Schönste. Nicht gerade das Schönste. Das Wichtigste ist nicht das Schönste. Aber immerhin die Spiele funktionieren. Ja, die machen es jetzt auch nicht weg. Na doch, das ist wichtig. Ich hab's mal zurückgegeben. Geld. So, sind wir noch. So, jetzt brauchen wir noch einen Anhänger, gell? So, jetzt haben wir keine großen Schulden mehr. Ja. Haben halt noch groß, ist halt noch der Horsch, Ponte.
Also spricht da Cooper?